Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Hallo, hallo. Hallo Silvia, hallo Sunny, hallo Dan, hallo Gunnar. Drucker, viel Spaß im Lurky und erhol dich gut. Dattbell, Hallöchen. Und Erbrüchen, last but not least. Happy Birthday to you. Weiteres Singen erspare ich euch. Ganz, ganz liebe Grüße, Erbrüchen, und alles Gute zu deinem Vierer. Jetzt bist du schon 4 Jahre alt, bald darfst du wählen gehen, wirst sehen. Ich hoffe, ihr hattet einen halbwegs angenehmen Dienstag, und wenn nicht, hoffe ich, ihr habt ihn gut überlebt. Sagen wir so. Und heute ist Hekel Dienstag. Mich fasziniert gerade dieses Lied. Ich finde das so geil. Und mir dröhnt das gerade voll in die Ohren. Ich höre das gerade ein bisschen lauter wie normal. Hekel Dienstag. Wir versuchen heute wieder 3 Community-Belohnungen abzuarbeiten. Und da freue ich mich schon drauf. Weil es kommt auch, hallo Sternenkritzer, Hallöchen, eine Kanalpunktebelohnung von Äppelchen vor. Die zweideutige 69, die zufälligerweise ja auch, glaube ich, die Farbe von Äppelchen ist, die am liebsten hat. Freue ich mich schon drauf. Wir fangen an mit einem Polarlichter Blau-Grün von Lieschen für das Kissen. Danach kommt gleich nochmal Kissen, nämlich die 69 von Erbrüchen. Und dann möchte ich im Finale noch schaffen, für die Decke eine fröhliche 55 für Dreamy. Diese 3 Sachen möchte ich heute irgendwie schaffen. Und ich denke, das ist machbar. Wir haben gestern auch 3 Sachen in der Hinsicht geschafft, sollte also hinhauen. Für das Polarlichter Blau-Grün habe ich diese Farbe hier ausgewählt, weil da ist ein Grünanteil, da ist ein Blauanteil und es kommt auch in den Polarlichtern so vor. Klar, ich kann da rüben meine Häkelnadel suchen, wenn ich sie eigentlich schon voll professionell da vorne hingerichtet habe. Hingelegt habe. Hingerichtet habe ich heute noch niemanden. Sternenkritzer, ich wünsche dir viel Spaß beim Weiterhäkeln und tolle Erfolge. Bitte nicht hinrichten. Ja, ich habe mir auch gedacht, das war jetzt vielleicht nicht gerade die klügste Wortwahl. Etwas hinrichten statt.